Hallöchen YouTube, der Anritten hier von den Drewbook Nerds und herzlich willkommen zum zweiten Battlefield 4 News Roundup. Wir wollen uns heute mal anschauen, was in der zweiten Woche seit Release von BF4 so passiert ist. Starten wir auch direkt mal mit den verschiedenen Server-Patches, die rausgekommen sind. Da ist ja hart am Werk, die verschiedenen Crashes zu beheben. Auch wenn wir bisher auf einen kleinen Patch noch verzichten müssen, sind doch schon einige Server-Patches rausgekommen. Unter anderem ist das der R6 und der R7 Server Patch. Diese beiden Patches sollten die Crashes bzw. die Freezes beheben. Es ist mittlerweile schon deutlich besser geworden, zumindest was die Server Crashes angeht. Das Miese war ja, dass bei einem Server Crash euer gesamter Fortschritt für die Cuts war, der war komplett verloren. Das heißt, ihr konntet eine super 30-minütige Runde hinlegen, hattet übelst geile Stats, hattet 10 verschiedene Sachen freigeschaltet, dann ging der Server in die Knie und das hieß dann, ja, tschüss Unlocks, alles nochmal neu machen. Die Patches, die da mittlerweile rausgekommen sind, sollen das in weiten Teilen behoben haben. Von meinen Erfahrungen her kann ich sagen, die Server-Crashes sind definitiv weniger geworden. Allerdings hatte ich sogar gestern Abend, war es glaube ich sogar, trotzdem einen. Sie sind also noch immer nicht weg. Aber da es hat gesagt, sie sind immer noch fleißig an weiteren Patches am Werkeln, wo auch bald dann der nächste rauskommen soll. Außerdem könnt ihr die Shitbuckets wegpacken. Es gibt den ersten Kernel Level 100, das heißt, der maximale Rang in Battlefield 4 wurde erreicht. Derjenige Spieler heißt Okt mit 3T, wie auch immer man das ausspricht, vielleicht Okt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ca. 45 Stunden gebraucht. Gemacht hatte das durch eine Kombination von XP-Boost. Durch so eine Vorbestelleraktion hatte er einmal einen Double-XP-Boost, wo er dann natürlich noch die XP-Boosts aus den Battle-Packs draufpacken konnte. Von daher hätten wir damit den ersten Rang 100 in Battlefield 4. Ja, ich sag mal, er kann jetzt vermutlich BF4 links liegen lassen und auf BF5 warten, denn er hat es ja quasi durch. Wir machen natürlich fröhlich weiter, auch noch nach Rang 100. Weiter geht's mit einem Thema aus der Kategorie: Wie konnte es so ein Bug ins fertige Spiel schaffen? Dazu ein kleines Beispiel. Hört sich euer BF4 auch manchmal so an? Wenn es das tut, dann hat vermutlich ein Spieler auf dem Server eine bestimmte Waffe equipped, in dem Fall die QPU-88, das ist eine DMR des Snipers. Wenn man diese Waffe mit einem Silencer equipped hat, dann mutet das eben mal den gesamten Server, das heißt, kein Spieler hat Ton. Klingt komisch, ist aber so. Auch da können wir natürlich nur warten, bis das seitens DICE gefixt wird. Von daher sollte man zum Wohle von euch und zum Wohle aller auf diese Waffe bzw. auf diese Kombination aus QBU mit Silencer erstmal verzichten, denn sonst könnte es einige Hassnachrichten regnen. Die Trophäen zu China Rising sind erschienen auf einer Seite, die solche Trophäen für PlayStation-Titel sammelt. Da lassen sich einige interessante Rückschlüsse rausziehen. Zum Beispiel gibt es da ein Achievement Death from Above, Get a Kill with the Bomber. Was heißt das natürlich? Es wird einen Bomber geben. Das könnte vielleicht der große Schatten gewesen sein, den wir da in diesem einen Trailer gesehen haben. Ansonsten gibt es Achievements für einen Kill mit einem Dirtbike, das heißt, das Dirtbike aus Endgame kommt wieder. Der Air Superiority Modus kehrt zurück, wie auch immer der mit Attack und Stealth Jets dann zu spielen ist, die ja im Moment noch ziemlich schlecht gebalanced sind. Und es gibt ein Achievement oder eine Trophäe, die nennt sich Mini-Kamikaze, wo man dann einen Kill mit einem SUAV machen soll. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch an dieses geniale Spiel Medal of Honor Warfighter. Ich habe schon echt lange nicht mehr gespielt. Ich sollte es nochmal machen, weil es so gut war. Da gab es ja auch dieses SUAV, diesen kleinen Papierflieger, den man quasi abwerfen konnte und der dann irgendwen gekillt hat. Wird bestimmt lustig sein, wenn 64 Spieler so ein Teilchen in der Hand haben und das dann einfach mal durch die Map werfen, aber wir lassen uns mal überraschen. Eine weitere News haben wir wieder zu Second Assault, dem DLC, was ja die 4 Maps aus Battlefield 3 zurückbringt. Da gibt es eine Beschreibung zu und was wir daraus erfahren ist, dass Capture the Flag wieder zurückkehrt als Spielmodus.
und die Map-Beschreibungen sind dort etwas ausführlicher. So spielt Operation Metro nach der Atomexplosion in Paris, weswegen natürlich die Decke ein bisschen aufgekracht ist und Wasser in der Metro eingedrungen ist. In Firestorm, Operation Firestorm, kann man nun die Pipelines zerstören, hat man ja vielleicht in dem einen oder anderen Trailer schon gesehen, und so ja, Feuerstürme durch die Raffinerie schicken, die natürlich dann hoffentlich auch zusammenfällt, explodiert, was auch immer. Wir werden es sehen, sobald das DLC dann draußen ist. Ansonsten hat DICE erkannt, ja, es gibt Probleme mit dem Netcode und wir möchten ihn gerne fixen in der einen oder anderen Art und Weise. Bitte helft uns dabei, liebe Spieler. Im EA Answer HQ ist jetzt ein Thread aufgemacht worden, in dem man Beispiele posten soll. Interessanterweise sollen dann nicht Beispiele gepostet werden, die zum Beispiel Hitmarker-Verzögerung zeigen, Serverlag zeigen oder zeigen, wie man gekillt wird, bevor man überhaupt den Feind sieht. Das sind zwar Sachen, die wahrscheinlich 95% von euch und auch ich sozusagen erleiden müssen, aber es ist schön zu sehen, dass das Problem wenigstens erkannt wurde und aktiv an einer, ich sag mal, Problembehebung gearbeitet wird. Von daher harren wir einfach mal der Dinge, die da kommen. Ich kann mich da zwar eigentlich nur wiederholen, was ich im letzten News Roundup gesagt habe. Es ist schade, dass es all diese Sachen ins fertige Spiel geschafft haben. Es ist aber wenigstens schön zu sehen, dass an diesen Problemen gearbeitet wird, und wir können einfach nur hoffen, dass auch da schnellstmöglich was kommt. Der erste Client-Patch ist ja versprochen worden, diese Woche kam er leider nicht. Mal sehen, was die nächste Woche bringt. Das war's erstmal für diese Woche. Wenn ich noch etwas eklatant Wichtiges vergessen haben sollte, einfach ab in die Kommentare damit. Wie war eure zweite Woche mit Battlefield 4? Lasst es uns wissen, auch hierfür sind natürlich wieder die Kommentare gedacht. Und sonst verabschiede ich mich mit den bekannten Worten. See you on the battlefield. Tschüss und bis dann.